Willkommen zurück zu Quantum Break. Warum ich so klinge? Weil ich gerade was balanciert habe. Sorry! So. Willkommen zurück zu Quantum Break. Ich versuch's mal trotz etwas schlechter Stimmung heute. Oh, Video. Meine genauen Worte waren, tu nichts Unüberlegtes. Das war ich nicht! Na dann lern es. Steig ein. Hey! Jetzt schon zickig, die Kleine. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Nice argument, girl. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Die Kleine ist klasse. Vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Hey, Mädels. Vertragt euch. Hi, Beth. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Das passiert also, wenn man Copyright-Musik rausmacht. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Boah, ich muss das Spiel nochmal spielen mit der Option Copyright an. In der Option gibt es nämlich eine Einstellung, Copyright-haltige Musik ausschalten für Streaming und YouTube. Und ich muss das unbedingt mal hören, was da gerade lief. Es wäre so abgefuckt geil, wenn da jetzt Metal oder so laufen würde. Voll geil. Naja, wir werden sehen. Echt jetzt? Okay, also 90% des Spiels sind jetzt Ladebildschirme oder was? Komm, verarsch mich nicht. Ich hätte es jetzt rausschneiden können, aber ich habe zu viel schon gesagt, was eventuell relativ okay sein könnte. Whatever. Was habt ihr heute gemacht? Habt ihr heute schon eure liebsten Partner geküsst? Nein? Video stoppen machen, jetzt. Warum? Ist so. Oh, Video. Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Die Stimme ist toll. Wer ist der Synchrosprecher? Heil dir, Sprecherin. Supergeile Stimme dafür. Ohne Witz. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Ja. Und doch trägst du ihre Uniform. Ja. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Bradbury's Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Okay. Dann würde ich doch spontan sagen, wenn es hier nichts Relevantes gibt, außer vielleicht... Aha. 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 Das ist seltsam. Ich könnte schwören, es war dasselbe Taxi, das ich zur Uni genommen habe. Ich weiß nicht, kontrolliert aber die Nummernschilder. Es ist ein Taxi, die sehen doch alle gleich aus. 1X7H9. Vielleicht mache ich das später. Ich prüfe das Nummernschild mit meinem Telefon. Vielleicht kann ich was herausfinden. Ein Versuch ist das wert. Sorry, verklickt. Noch was? Ah, was haben wir denn hier? Du verarschst mich doch jetzt. Tumble over the rainbow. Oh. Darf man eigentlich im Let's Play singen? Der Schlüssel passt nicht. Aha. Wusste ich doch, dass wir drumherum müssen. Hallo, Beth. Eine Idee, wie wir da reinkommen? Das ganze Gebäude fällt auseinander. Irgendwo muss es doch eine Öffnung geben. That's what she said. Geht's dir gut? Ich habe gerade die Nachrichten gecheckt und Monarch wird als Held gepriesen. Nein, mir geht es nicht gut. Hätte ich mich nur geweigert, dieses Geständnis abzulegen. Dann wärst du jetzt tot und ein anderer hätte es getan. Das macht es nicht besser. Ha, zumindest für uns nicht. Yay, zum Glück ist Monarch der Held. Huhu. Yuppie, ja, yay. Hier können wir schon mal nicht hoch. Ich weiß, dass wir hier was... Ah, der Container. So,
So, wir wollen jetzt ja mal nicht dumm sein. Ja, oder vielleicht wollen wir es doch, aber ich hoffe, wir sind es nicht. Ha! Ich hab dich ausgetrickst, Zeit. Take this in your face, time! Sorry. Wow. Hey, ich habe gerade das Nummernschild des Taxis, das da drüben parkt, überprüft. Es gehört einem Nick Masters. Dann? Nick Masters? Hallo? Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Ja, ich erkenne sein Foto wieder. Ich habe ihn dort gesehen. Aber wie ist sein Taxi hierher gekommen? Glaubst du? Magic! Was? 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 Ich habe Monarchs Aktivität die ganze Zeit überwacht. Diese Anomalien verschwinden nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Amy? Was okay. Ist? Wieso ist das jetzt weg? Monarch hat sie genau wie alle anderen davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität gemacht hat. Ach scheiße, die Chronoquelle ist weg. Komm mal da wieder hoch? Das wäre voll Töfte. Ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten hat dazu beigetragen. Vielleicht ist die Chronoquelle doch noch nicht weg. Na, guck mal einer. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Wie heißt der? Schrödinger? Schrödinger! Eine Rechnung über $12,000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Nein! Das waren halt sehr viele alte Kisten. Sachen. Zeug. Und hier haben wir nochmal... Du besitzt diesen Ort seit 1999. Viele Sachen. Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Ja, ich dachte, ihr wart auseinander. Quasi. So, was haben wir hier noch drin? Blümchen? Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Das waren Blumen. Hey! Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschalten. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Ach, da passiert nichts mehr. Was denn? Was soll man machen? Und was haben wir hier? Hallo Riverport, hier spricht Theresa Sedmack. Ich vertrete Bobby Redford. Und werde ist das so? Wollt ihr das hören? Das ist er. Eine von fünf Chronoquellen. Krasse Sache. So, an dieser Stelle möchte ich mal ganz lieb den YouTuber Fischkopf grüßen. Schöne Let's Plays in letzter Zeit. Heitert auf. Hilft über schwere Zeiten hinweg. Danke dafür. Was machen wir jetzt? Ich bin dran. Ja, Moment. Bitteschön. Hardcore gehackte Tür. Könnt euch später bedanken. Ist okay, ich hab grad eh zu tun. Ich will mich gar nicht unterhalten mit euch. Schauen wir uns um. Hier unten. Noch sehr spannend ist die Folge im Moment noch nicht. Sehr gut. Auch nicht für mich. Soll mir das was sagen? Beth, play Video. Diese Nachricht. Sie ist für. Dich? Für mich? Ja, du heißt Beth. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich solle der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Was zum... Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben. Möchtest du uns was erzählen, Beth? Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Ja? Was war das? Ein Jahr. Er hat das 2010 für mich aufgenommen?
Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Okay. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Könntest du mir bitte sagen, was los ist? Also das, was du weißt, was los ist? Ja, ich würde mal sagen, es geht hier durch. Nicht? Ich brauche Hilfe, um das wegzuräumen. Schon wie bei Resident Evil. So blöd, eine Tür alleine aufzumachen. Echt jetzt? Jack, dein Bruder hat das Video an mich gerichtet. Aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Lass mich raten, da warst du nicht geboren. Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Hätte ich warten sollen? Jetzt mal ohne Scheiß, hätte ich warten sollen? Hätte mir eine Antwort dann bekommen? Und wieso ist hier Strom an? Wieso ist hier Licht an, verdammt? Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Boah, klang das scheiße. Kein Witz jetzt. Aber was soll's. Gibt Schlimmeres. Ah, was haben wir denn hier? Eine chronologische... Oh! Au! Oh! Leute, hä? In Ordnung. Habt ihr die Zeit im Auge behalten? Ne? Ich nehme ich jetzt auch nicht. Und wir sind ein bisschen drüber. Und auch ich muss mich ja so ein bisschen an meine Zeiten halten. Also, liebe Freunde, wir finden heraus, was auf diesem Knöpfchen passiert. Was hinter dieser Tür ist, in der nächsten Folge morgen. Ich mache das jetzt kurz. Findet jemanden, nehmt ihn in den Arm, gebt die Liebe weiter, die ihr in euch habt. Seid nett und macht den Ort, macht die Welt zu einem klein bisschen besseren Ort, als ihr sie vorgefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich kann verstehen, wenn ihr diese Folge jetzt nicht so übelst abgegangen seid. Ich habe mir auch ein bisschen krassere Sachen vorgestellt. Aber hey, wir finden schon irgendwas Interessantes noch heraus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht den Tag zum schönsten eures Lebens. Bis dahin, euer Wolf. Ready, aim, fire.